Guten Abend, liebe Zuschauer. Kein Zweifel, Gastronomie macht unser Leben angenehmer. Nicht nur, dass wir uns in einer Gaststätte entspannen können. Wir sparen auch die Zeit, die uns manche Mahlzeit kosten würde, wollten wir sie selbst zubereiten. Aber wer von uns hat sich nicht auch schon mal geärgert, empört über gewisse Praktiken, die in manchem Lokal noch immer üblich sind? Wenn die Größe der Portion den Preis Lügen straft, wenn der Inhalt des Glases nicht bis zum Füllstrich reicht, wenn ein Preisverzeichnis nicht zur Hand ist. Man kann mehr dagegen tun, als mancher glaubt oder vielleicht auch weiß. Am Schluss der Sendung kommen wir darauf zurück. Mitunter allerdings geschehen auch Dinge, die den Blicken der Gäste verborgen bleiben. Der folgende Straffall, verehrte Zuschauer, den wir für Sie nachgestaltet haben, schien ein fast perfektes Verbrechen zu sein. Stimmt mal wieder, hat sich gelohnt. Gleich mal ein, zwei blaue rüber. Nee, die, das finanzielle können wir später. Ne? Was willst du denn noch hier? Ich denke, du schläfst schon seit zwei Stunden. Ich hab noch Hunger. Mach du mich heute nicht auch noch verrückt? Du hast spätestens um 10 im Bett zu liegen. Wenn ich aber noch Hunger habe? Dann ist dich beim Abendbrot satt. Hab ich ja. Was hast du denn bis jetzt gemacht? Transistoren eingebaut. Was für Transistoren? Na, für die Eisenbahn. Ach, hörte das nie auf. Warte doch, Ralfi. Hier. Danke, ich hab jetzt keinen Hunger mehr. Außerdem heiße ich nicht Ralfi, ist das klar? Das ist vielleicht ein Tag heute. Du bist aber auch manchmal unmöglich. Wenn der Junge Hunger hat, muss er was essen. In dem Alter braucht er das. Er hat spätestens seit zwei Stunden im Bett zu liegen. Aber er kann ja machen, was er will. Und du und Benno, ihr unterstützt ihn noch. Ich kann sagen, was ich will, auf mich hört ja keiner. Am liebsten möchte ich mich manchmal verkriechen. Eine Bockwurst, bitte. Sag mal, bist du übergeschnappt? Seit 10 Minuten ist Küchenschluss, das weißt du selber. Ist doch für Opa Krischler. Der sitzt auch den ganzen Abend bei seinem Bier. Der weiß auch, wann Feierabend ist und du weißt es auch. Ich habe aber schon gebonkt. Dann bonkst du ihm wieder zurück. Du kannst doch das Mädchen nicht so anschreien.
Stell dir mal vor, sie geht weg. Mitten in dem Trubel jetzt. Entschuldige, das weiß ich selber. Aber hier kann so langsam jeder machen, was er will. Bloß ich höre Rücksicht nehmen. Rücksicht auf die Gäste, auf das Personal, auf die Lieferanten, auf den Kreis. Wer nimmt denn mal Rücksicht auf mich? Nun mach aber mal einen Punkt. Ich habe von Anfang an immer Geduld mit dir gehabt. Schließlich hattest du ja keinen blassen Schimmer, wie es in der Wirtschaft aussieht. Benno und ich, wir haben wohl genug Geduld aufgebracht. Das stimmt schon. Oder meinst du vielleicht, dass Ilona, dass sie was... Ach, entschuldige, Hilla, das war blöd von mir. Was war blöd? Na ja, Ilona ist jung und nicht gerade hässlich. Da kann schnell Klatsch aufkommen. Ich meine, dass Ilona und Benno... Es gibt genug böse Zungen im Dorf. Unsinn. Der ist doch viel zu müde. Der hat doch bloß noch seinen Umsatz im Kopf. Na, dann ist ja alles gut. Ja, das war mal der Ende hier, immer ein Hieb. Hallo, was machst du? Ja, das ist heute geil. Mach mal hier, wir rummern da, Mensch. Hilla spielt mal wieder verrückt. Warum das? Gibt keine Bockwurst mehr raus. Küchenschluss. Da kann man nichts machen. Die wollen auch mal Feierabend haben. Nee, die triezt mich heute schon den ganzen Abend. Hm. Jeder hat mal seine Launen. Justus hätte sie nicht so abgefertigt. Was mit mir? Nichts. Hilla gibt keine Bockwurst mehr raus. Und Ilona behauptet, du hättest sie bekommen. Mir ja nichts zu tun. Ihr sollt nur beide in eine andere Richtung denken. Was soll das heißen? Weißt du doch besser als ich? Komm, ich brauche noch 4 Ausdrucks und mach den Stiefel noch mal voll. Die sollen sich endlich nach Hause scheren. Sag ihnen, die Gewerkschaftsbetten warten. Ja, ja, mach noch 4 Bier für die anderen und dann schmeiß ich sie raus. Kommst du heute Abend? Es wird nicht gehen. Ich muss aber dringend mit dir reden. Hat das nicht Zeit? Hilla muss irgendwas gemerkt haben. Ah, Blödsinn. Bitte bringen Sie Krischlack. Er isst jeden Abend eine, bevor er geht. Zu Hause macht ihm keiner was. Ich mach das schon. Was für Narren an Opa Krischlack gefressen? Na ja, er ist ein Narr. Aber ein ganz lieber. Es hätte nicht viel gefehlt und ich wäre seine Frau geworden. Was hat denn gefehlt? Er war fast 20 Jahre älter. Dann hat er mich auch nicht so beachtet. Außerdem muss man aufs Renommee achten. Gerade bei den Stammgästen. Für die ist das Lokal eine Art Zuhause. Ja, ja, mehr als für mich. Da bringen Sie schon hin. Und bleib am Stammtisch. Den Rest mache ich hier alleine fertig. Zum Wohl! Ja. Zum Wohl. Ja. Also wenn es heute schnell wird mit der Bockwurst, an mir liegt es nicht. Da müssen Sie sich schon an die Chefin wenden. Ganz schön köstlich, Kleiner, hä? Wer weiß. Nur, vielleicht denkt sie, dass sie hier bald den Ton angibt. Na, wenn sie sich da mal nicht irrt. Wenn die Hilla mal dahinter kommt, dass da was ist zwischen Benno und der Kleinen. Ah, da ist was los im Waldtüttel. Meinst du? Ja. Weißt du, merkwürdig dabei ist bloß, dass sie alle hier wissen, was los ist mit Benno und der Kleinen. Bloß die Hilla nicht.
No, das ist ganz verständlich. Das nächste Mal gibst du deine Bestellung etwas früher auf, Opa. Oh, hab's verschwatzt, Mädchen. Wird nicht wieder vorkommen. Du hast bei Mutter einen Stein im Kopf. Ja, setz dich doch noch einen Moment. Ja. Na, kriegen wir noch einen? No. Für dich natürlich auch. Na, meine Rechnung. Gut. Justus! Hey. Justus! Ja, los. 3 Kronen. Na gut, 4. Ich will überhaupt gehen. Gut. Verdankst du, Mutter. Die Sache war Hilla. Wann ist denn bei euch ja wieder mal Disco? Wieso? Naja, ihr wollt auch wieder mal mitmischen, wir, der ältere, jugende, reifere Jugend. Und hätte ich schon das letzte Mal ihn noch mitgewischt? Vor allem mit dir. Du musst doch nicht gleich den Kopf verlieren, Mädchen. Ich ertrage das Versteckspiel nicht länger. Warum sagst du nicht, was Sache ist? Lass mir doch bloß noch die paar Wochen Zeit. Dann ist alles ausgestanden. Vielleicht besorgst du mir noch eine gute Stelle in der Stadt, was weiß ich. Ach. Wie kommst du denn darauf? Wenn du warum hast, mir nur so viel versprochen. Du müsstest längst von Hilla geschieden. Glaub mir, da hat sich nichts geändert. Überhaupt nichts. Es bleibt dabei. Wer weiß. Wie kann ich denn jetzt noch bei Hilla bleiben? Und diese ganze Geheimnistuerei, wie lange denn noch, Benno? Ich werde mit Hilla sprechen. Ich werde ihr sagen, was mit uns ist. Verlass dich drauf. Herzlichen Glückwunsch. Hättet ihr euch nicht vielleicht einen passenderen Ort aussuchen können? Oder soll ich euch noch die Lampe halten? Hilla, das verstehst du falsch. Das ist alles ganz anders. Das ist ein Missverständnis. So? Für mich nicht. Für mich auch nicht. Also was ist, Benno? Es gibt ein altes Sprichwort. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Also. Ja, wir sind alle überarbeitet. Lass uns das doch erst noch mal überschlafen. Mein Gott, sowas kommt in den besten Familien vor. Habt ihr nicht Lust, einen kleinen mit mir zu trinken? Mir ist gerade... Merkst du nicht, dass du störst? Was du nicht sagst. Hilla und ich, wir haben noch einiges zu besprechen. Und Ilona, hat die auch was damit zu tun? Ilona? Ja. Ich glaube, da gehe ich lieber was. Ist heute nicht so der Tag für so ein Zimtchen und Tunk, was? Glücklich ist, wer vergisst was, nicht mehr zu ändern ist. Glücklich ist, wer vergisst, was nicht zu ändern ist. Also, was ist, Benno? Wir werden eine Lösung finden, wir alle drei. Aber bitte nicht heute Abend. Mehr hast du nicht zu sagen. Du hast recht, Ilona. Mir genügt das auch nicht. Also, was ist, Benno? Mach doch daraus kein Drama! Wir sind alle keine Engel! Ein Küsschen in Ehren, reichte das, Ilona? Ist ja nicht gesagt, Benno. Wenn's ernst wird, bin ich abgemeldet. Da ist Hilla Nummer 1. Du bist mehr ein schöner Kavalier. Lässt deine Braut so einfach gehen.
Was soll denn der Quatsch? Schläfst du schon? Nimm dein Bettzeug und verschwinde ins Wohnzimmer. Nicht in Frage. Von heute an wirst du dort schlafen, bis ich hier ausziehe. Aber Mädchen, reg dich doch nicht so auf. Genau. Lass mich los. Lass mich sofort los. Ella, hab dich doch nicht so. Geh zu deiner Ilona. Red doch nicht von ihr, du bist doch 10 Klassen besser als sie. Das hättest du dir vorher überlegen sollen. Mach dich bloß nicht lächerlich. Geh jetzt, ich will allein sehen. Lass uns morgen in aller Ruhe darüber reden. Gibt's nichts mehr zu reden. Überschlafe, Silla. Was regst du dich denn so auf? Ich geh weg von hier. Und die Lona übernimmt meine Stelle. Du weißt genauso gut wie ich, dass das nicht geht. Stecken wir beide viel zu tief in der Tinte. Wisst also, dass ich hier weggehe? Ich will mit dir reden. Und dann werden wir weitersehen. Sollen wir denn miteinander arbeiten jetzt noch ein? Ich bin wirklich nicht hergekommen, um dir den Mann wegzunehmen. An den Mann habe ich überhaupt gar nicht gedacht. Ich wollte mich verkriechen. Das habe ich gemerkt. Ja. Ja, ich weiß, ich kann nicht an deine Fairness appellieren. Ich habe dir gar nicht so weh getan, aber... Was aber? Danke. Ist ein Schnaps. Soll ich den Kaffee? Du wolltest dich also hier verkriechen. Ja, wegen Gerd. Wir wollten heiraten. Das war ein Draufgänger beim Sport.
alten Beruf. Das ist eben passiert. Motorradunfall. 3 Tage, nachdem ich wusste, dass ich schwanger war. Ich hab's ihr noch nicht mal mehr sagen können. Ich hab geglaubt, ich überlebe das nicht. Genau, Mann, der mir dann der hat mich angekotzt. Deshalb wollte ich mich verkriechen. Und deine Tochter? Rino wollte ich hier rufen. Wenn ich mich hier eingelebt habe, ich muss weg. Ich muss weg von meiner Mutter. Ich muss ein bisschen Einfluss auf ihre Erziehung nehmen. Und mein Und Mann gehört ja zum Einleben dazu. Du kannst mir glauben, ich habe mich gegen Benno gewehrt. Genauso wie ich mich vorher gegen Justus gewehrt habe. Justus? Ja, Justus. Der hat meinen Heiratsantrag gemacht. Ein paar Wochen, nachdem ich hier war. Und dann bin ich nicht mehr losgeworden. Dann hat er Irina gesehen, da war er mit bei meiner Mutter. Dann wollte Irina adoptieren. Verrückt. Du hast also auch mit Justus? Ich habe ihm mal einen Kuss gegeben und ihm gesagt, dass er mich in Ruhe lassen soll. Das ist alles. Und was ist mit meinem Mann? Ich habe mich gegen Benno gewehrt. Aber dann, Reise zwischen Benno und mir, das ist nichts Oberflächliches, nichts Flüchtiges. Ich habe vorher gar nicht gewusst, dass ich so sein kann. Und Benno, der hat mir auch gesagt, sowas wie mit mir, das hat er überhaupt noch nicht erlebt. Ich weiß auch bloß. Hilla? Hilla? Ich hab nicht gespürt, dass er gar keine E-Mail geführt hat. Das ist allerdings wahr. Was sollen wir jetzt machen? Was werden wir jetzt? Um 2 Uhr kommt die Reisegesellschaft aus Dresden. Justus deckt die Tische ein. Wenn du danach kommst, dann reicht es schon. Ja, da könnte ich Ihnen das Waldidyll empfehlen. Das ist die beste Gaststätte im ganzen Kreis, Herrn Buchenbach. Und wie kommen bis aus dem Harz kommen die hierher? Ja, das ist für eine... Moment, Augenblick. Hör mal mit dem Geklapper auf. Für eine Brigadefeier ist das... Ja, das ist genau die richtige Umgebung. Passen Sie mal auf, Sie müssen sich mal mit dem Objektleiter selbst in Verbindung setzen. Ich gebe Ihnen mal die Nummer. Ja, das wäre also Buchenbach 2611. Ach, warten Sie mal, der Objektleiter ist gerade reingekommen. So. Ja, Sie können Glück haben. Das kann nur sein. Ich gebe Ihnen mal, ja? Das ist eine Brigadefeier bei euch. Machen Sie mal 2 Kaffee vorne. Ja. Ja, Sinke? Mhm. Ja, ich habe den Terminkalender momentan nicht bei mir. Rufen Sie mich doch heute Nachmittag so zwischen 2 und 3 in Buchenbach direkt. Ja? Gut. Mhm. Da kann ich Ihnen auch gleich die Kalkulationen vorgeben. Jawohl, wieder. Grüß dich. Grüß dich.
pünktlicher als du kann ja nicht mal das Dankmännchen sein. Keinen Tag früher, keinen Tag später. Ja, ja. Bringst die Abrechnung. Natürlich. Ah, das dachte ich mir. Bitteschön. Dann habe ich hier die Kalkulation für den nächsten Monat. Die Hiller hat sich wieder was Besonderes für den Speisezettel ausgedacht. Mhm. Bestätige sie bald, vielleicht sogar telefonisch, wenn es geht, ja? Mhm. Dann habe ich hier die Bedarfsliste für den neuen Monat. Wir brauchen mehr Brause und Fruchtgetränke. Ja. Bitte schön. Das kann ich mir denken. Eure Verbraucherkurven, die kenne ich ja fast auswendig. Du wirst ja auch gut bezahlt dafür, nicht? Oh, nein. Tag, Ingo. Weiß nicht. Übrigens, ich habe was für dich besorgt. Du bist ja auch der Größte. Machen Sie mal Mittag jetzt. Ist gut, danke. Du siehst ja mal wieder blendend aus. Du musst aufpassen, dass du nicht zu dick wirst, du. Du viel Kontrakt. Weißt du übrigens, dass ich sauer auf dich bin? Um Gottes Willen, warum denn? Warum, warum? Dreimal warst du in der Stadt und dreimal hast du dich bei mir im Sächsischen Hof nicht blicken lassen. Ja, das ist richtig. Ich habe ein richtig schlechtes Gewissen. Ja. Dabei habe ich sogar ein Anliegen an dich. Schieß los. Du weißt, bei dir kann ich nicht Nein sagen. Sag mal, wie viele Kellner hast du momentan im Café und im Restaurant? 18, warum? Kannst du mir einen davon abgeben? Gegen eine hübsche Kellnerin. Sehr zuverlässig. Ilona? Was ist denn mit ihr? Nichts weiter. Sie ist ausgezeichnet, aber Hilla und sie, das geht nun mal nicht gut. Du weißt, Hilla ist verdammt eifersüchtig. Na, wer weiß. Vielleicht hat sie auch einen Grund. Ah, ich wollte, ich hätte mal Zeit dafür. Nein, aber im Ernst, kannst du mir nicht ein bisschen helfend unter die Arme greifen? Hm? Warum nicht? Darüber ließe sich reden. Stunde im Wohnzimmer. Kommst du denn her? Ich denke, du pennst noch. Spazieren. Das ist eine frische Luft, bevor es hier losgeht. Oben fällt mir die Decke auf den Kopf, falls du verstehst, was ich meine. Gib dir einen netten kleinen Reingewinn. Sowjetischer Wodka. Einzelhandelspreis 18, Gaststättenpreis 25. Etwa 400-500 Mark, wa? Ja. Da kommst du auch nicht zu kurz dabei. Das ist Ansichtssache, du. Wie ist es wieder gemacht? Ja. Mahlzeit. In der Stadt. Mahlzeit. Mahlzeit, Mahlzeit. Da ist eine neue Kaufhalle eröffnet worden. Da konnte ich den alten Hochzeitstrick wieder landen. Keller oder Büro? Nee, um Gottes Willen, Mensch, wenn eine Kontrolle kommt, dann sitze ich plötzlich auf ein paar Kartons überzähliger Flaschen. Nee, nee, die schaffen wir ins Schlafzimmer. Mal die Uhren. Ja, komm her. So. So. Na, so jetzt. Sollen wir uns einen verdienen, was? Einen zu nehmen. Cognac oder Wodka? Whisky. Hier, mach schon mal auf. Ist gut. Ein bisschen. Ja, ja, du kannst da. Hauptsache, du kannst nur arbeiten. Nee. Zum Glück. Und gestern Abend los? Kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Hilla und mir. Wegen Ilona? Was geht's dich an? Hilla war heute früh bei Ilona. Was du nicht sagst. Ja. Überleg mir, wenn sich Hilla scheiden lässt, Mensch, lässt uns hochgehen.
Mach dir mal nicht die Hosen voll, Justus. Hiller weiß genau, was auf dem Spiel steht. Und die Lohne? Die fängt vielleicht schon nächste Woche im Sächsischen Hof an. Ach nee. Erzähl mir nicht, dass das eine flüchtige Sache zwischen euch ist. Warum stehst du nicht dazu? Das hat doch alles keine Zukunft. Warum nicht? Ich werde euch keine Steine in den Weg legen. Wir reichen die Scheidung ein und dann gehe ich weg von hier. Das ist unmöglich. Ein paar Wochen nach unserer Scheidung sitzen wir beide im Gefängnis. Ich kann mir nicht denken, dass du das möchtest. Genauso wenig wie du. Dann lass uns nicht mehr darüber reden. Doch. Jetzt und hier. Wenn wir das alles vernünftig klären, dann kann uns doch kein Staatsanwalt etwas anhaben. Bist du naiv? Spätestens wenn du die Küche abgibst, kommt alles raus. Und wenn du sie Ilona übergibst? Schließlich hast du mich ja auch mal angelernt. Ilona macht da nicht mit. Ich will weg von hier. Weg von dir. Von deinen Betrügereien. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich habe das lange genug mitgemacht. Und von dem, was wir beiseite gebracht haben, willst du womöglich noch die Hälfte abhaben, was? Geschuftet habe ich aber genug dafür. Jetzt hör mal gut zu, Mädchen. Weißt du, was wir in den letzten 2-3 Jahren so alles nebenbei rausgewirtschaftet haben? Woher soll ich das wissen? Ich habe immer nur alles unterschrieben, was du mir vorgelegt hast. Zum Nachrechnen hatte ich ja gar keine Zeit. Weißt du, wie viel? 50.000 Mark, die können sie uns nachweisen. Und alles trägt deine Unterschrift. Aber es gab doch bisher nie Beanstandung. Ja. Weil Obervater vom Kreis sich uns gegenüber immer anständig benommen hat. Und warum sollte er es jetzt nicht mehr tun? Mädchen, wenn du die Küche abgibst und sie an andere übernimmt, dann muss er es tun. Da braucht doch bloß irgend so ein besonders Schlauer kommen und die Verträge mit den Reisegesellschaften mit der Fleischbestellung vergleichen. Da müssten ja von 10 Reisegesellschaften mindestens 2 nichts zu fassen gekriegt haben. Die Verlustprotokolle. Weißt du, was wir in dieser Saison für angeblich verdorbenes Eis, Obst und Gebäck alles kassiert haben? Hm? Das interessiert mich nicht. Das sollte dich aber interessieren. Denn neben deiner Unterschrift steht auch die von Justus. Und ich kann mir nicht denken, dass Justus Morawitz dich hält, wenn es mal brenzlig wird. Er hat nämlich jetzt schon die Hosen voll. Das ist alles deine Sache. Alles, was die Küche angeht, trägt deine Unterschrift. Und keiner wird dir abnehmen, dass du davon nichts wusstest. Es geht hier kein Stück Torte, kein Schnitzel, kein Kaffee raus, an dem du nicht eine Aktie hast. So. Und nun überleg dir noch mal ganz genau, ob du dich wirklich scheiden lassen willst. Ich will ein paar Worte mit dir reden. Da habe ich jetzt gerade Zeit dazu. Weich mir doch nicht aus. Und?
bin ich schuld. Du musst Hilla zur Vernunft bringen. Warum kannst du das nicht? Ich will nicht, dass sie sich scheiden lässt. Das will ich auch nicht. Was soll das scheiden lassen jetzt nach so vielen Jahren? Habt ihr euch so lange rumgeschlagen? Verpfuscht nicht euer Leben. Denkt auch an Ralf. Bitte, bring Hilla zur Vernunft. Und du solltest sehen, dass das Mädchen endlich aus dem Hause kommt. Spinnst du oder ist das eine neue Art von Scherz? Hilla, du darfst dich nicht scheiden lassen. Lass mich erst mal los, bitte. Mir wird schlecht, wenn ich erfahre, was du vorhast. Was habe ich denn vor? Du willst Benno fertig machen, oder was? Ach, Benno hat mit dir gesprochen. Ja, nur kurz, was er mir gesagt hat, das reicht mir. Mensch, du lässt uns hochgehen und dich mit. Du hast Angst. Mach weiter. Hör mal, wie viel Gulasch soll ich denn heute ohne Bon rausgeben? Ohne Bon? Mhm. Nicht einen. Nicht einen einzigen. Ist das dein Ernst, ja? Ab heute geht kein Essen ohne Bon mehr aus der Küche. Dreh's bloß hier durch. Kannst du nicht wenigstens fragen, wenn du das Auto nimmst? Noch ist es ja unser Wagen. Ich war beim Anwalt die Scheidung einreichen. Bist du verrückt? Habe ich dir nicht die Konsequenzen klar gemacht, die das hat? Fritz ist ja heute mehr als eine Stunde eher gekommen. Tag, Fritz. Tag, Hilla. Bist du ziemlich zeitig dran? Ja. Hast du nachgewogen? Nein. Dann unterschreibe ich nicht. Ich will erst selber nachwiegen. Du bist denn plötzlich in Hilla gefahren? Hat wohl einen schweren Vormittag gehabt, wa? Naja, das haben alle Frauen, ne? Wem sagst du das? Meine Olle grüßt mich schon 3 Tage nicht. Und weißt du warum? Weil ich angeblich meine Autoanmeldung zu billig verscheuert habe. Sah dir ein Drama. So was sollst du mal im Fernsehen bringen. Gib mir mal die Rechnung. Für die Küche bin ich ja wohl verantwortlich, oder? Das könnt ihr aber nicht mit mir machen hier. Was? Na, hast du es nicht gesehen? Deine Frau hat mich gerade rausgeschmissen. Nimmt mir das Zeug hier einfach nicht mehr ab. Ja, ja. Ja, ja. Hast du dazu nicht mehr zu sagen? Ja, wenn sie es dir nicht abnimmt, kann ich es auch nicht ändern. Na, du machst mir vielleicht Spaß. Ich kann das Zeug doch unmöglich auf den Hof zurückbringen. Da haben die mich doch gleich am Arsch. Und wenn ihr irgendwelchen Zweck habt, du und deine Olle, dann trag das nicht auf meinen Puckel aus. Das Fleisch muss hier bleiben. Ich brauche das Geld. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Schmeiß das Zeug raus und damit fertig. Ja, warum nicht gleich so? Du, das ist aber vorläufig das Letzte, ja? Komm mit hier lang, ins Büro. Fleisch zurückgeschickt. Ich kann es nicht brauchen. Geh und frag Fritz, was er essen will. Kassler, Gulasch oder Nieren. Was anderes ist heute nicht drin. So. Ist ja auch erledigt. Hier sind die Rechnungen. Du kannst ihn gleich mitnehmen. Alles in Ordnung. Das kann doch nicht in Ordnung sein.
Schickst doch Fleisch zurück. Steht das nicht auf der Rechnung? So ist es. Warum hat er es dann gebracht? Und der Ton zu ihm, als er es zurücktragen musste? Weil er ein Geschäft mit uns vorhatte. Aber ich mach keins mehr. Um Gottes Willen. Wenn Fritz euch nun anzeigt, das mit dem Fleisch dürft ihr doch nicht. So ist es. Aber dein Sohn hat mir gestern eindringlich erklärt, wie tief er mich mit hineingerissen hat. Das sagst du so ruhig. Was soll ich denn sonst tun? Bitte, Hilla, lass das mit der Scheidung. Du siehst ja, da sind so viele Dinge. Früher war es ja einfach mit so einer Gastwirtschaft. Heute fielen Rechnereien mit Bon, ohne Bon. Aber glaub ja nicht, dass bei uns früher alles in Ordnung war, als Vater noch lebte. Der hat auch immer gemacht, was er wollte. Na, hat's geschmeckt? Danke. Ausgezeichnet. Trinken wir noch einen? Das wäre nicht schlecht zur Verdauung. Ilona? Schon in Arbeit, Chef. Sag mal, du bist doch nicht nur wegen des Essens hergekommen, oder? Lass mal still. Oh, danke schön. Das müsste man aber öfter tun, aber ihr wohnt mir ein bisschen zu weit draußen. Ja. Kontrolle? Mhm. Wahrscheinlich schon übermorgen besonderes Augenmerk, weil diesmal auf die Küche gerichtet wird. Aha, gut, ja. Sehr zum Wohl. Vielen Dank, Kollegin. Darf ich? Vor über 15 Jahren die Kasse gestimmt hat. Was soll denn da noch schief gehen? Ja, trinken wir drauf. Ja. Prost. Komm mal. Sag mal, willst du die Kleine immer noch loswerden? Von loswerden kann keine Rede sein. Aber Hilla und sie, das geht nun mal nicht gut. Du hattest doch sonst nie Schwierigkeiten mit Hilla. Ja, ja, sonst. Aber wir werden halt alle älter und nicht mehr vernünftiger. Naja, wer weiß, ob das Dorf dich zutrifft. Aber Ingo, du kennst mich doch seit Jahren, hör mal. Ja, na, ich muss wieder. Was ist, können wir, Bruno? Gibst du mir mal ein Bier? Danke. Ist gut. Na? Fütterung der Raubtiere abgeschlossen? Du darfst keine Bestellung à la carte mehr aufnehmen. Wir schaffen das in der Küche einfach nicht. Aber ihr habt's auch geschafft. Guck mal, wie zufrieden die Leute sind. Und wie fertig wir. Ja. Und meins? Ja. Krieg noch kurz einen Kaffee. Und viel Mutter. Macht Mutter, ich hab Pause. Was wollte denn Oberfurter von dir? Freundschaftsbesuch. Kontrolle. Das Übliche. Kein Grund zur Besorgnis. Aber vielleicht sollten wir in Zukunft ein bisschen kurz treten. Was heißt denn das, kurz treten? Na, nur so. Mit dem Fleisch. Alles wird gebonkt bis Freitag, klar? Und danach geht's dann munter weiter. Lass uns das nicht am Tresen besprechen. Komm mit ins Büro.
Na schön. Mach doch kein Theater, Hilla. Ich habe mit Schlosser vom Sächsischen Hof gesprochen. Ilona kann schon nächste Woche dort anfangen. Und du denkst, dass damit alles wieder in Ordnung ist? Hilla, ich brauche dich. Das glaube ich dir, dass du mich brauchst jetzt. Weil du Angst hast, weil deine Existenz bedroht ist. Aber diese Angst habe ich auch, Benno. Aber die brauchst du nicht zu haben. Zieh die Scheidung zurück. Wir werden wieder leben wie in den ersten Jahren. Und ich werde alles daran setzen, dass sie uns in kurzer Zeit nichts mehr anhaben können. Und das soll ich dir glauben. Hilla, ich weiß genauso gut wie du, dass es so nicht weitergehen kann. Scheiße! Ist es denn überhaupt noch möglich, all diese Betrügereien aus der Welt zu schaffen? Natürlich, es ist möglich. Wir fangen ganz neu an. Wir lassen alles durch die Bücher gehen. Ich werde mit Fritz ein ernstes Wort reden. Mit Justus natürlich auch. Und du wirst sehen, in 2-3 Monaten sind wir sauber. Sauber. Und was vorher war? Ich bitte dich, denk doch auch an Ralf. Ah, jetzt fällt dir der Junge ein. Reiß dich zusammen. Hättest du denn jemals Zeit für ihn? Seit Monaten versprichst du ihm eine Autotour. Hast du sie gemacht? Nein. Ich bin gefahren. 2-mal. Ja, du hast recht. Auch das muss sich ändern. Versprochen hast du schon sehr viel. Das sage ich zuletzt wegen dem Jungen. Dass ich wohl weggehe. Wenn er weiß, wo er hingehört, dann wird er vielleicht seine Aufsässigkeit verlieren. Das Kind darf nicht mehr so lange allein gelassen werden. Ich werde eine andere Stelle suchen, bei der ich genügend Zeit für ihn habe. Kannst du den Quatsch noch? Mach die Tür von draußen zu! Mensch, mach deinen Scheiß alleine. Hilla, das sind doch alles Illusionen. Wenn es uns nicht gelingt, erstmal hier im Waldidyll wieder alles in Ordnung zu bringen, dann wird Ralf Vater und Mutter vielleicht für Jahre überhaupt nicht sehen. Ja, willst du denn, dass er mit dieser Belastung aufwächst? Natürlich nicht. Aber so wie es bis jetzt war, kann es nicht weitergehen. Ja, du hast recht. Wir haben uns vernachlässigt. Das mit Ilona, das ist auch nur das Ende vom Lied. Und die Betrügereien? Wir machen Schluss mit den ganzen Unregelmäßigkeiten, ja? Wir fangen von vorne an. Wir machen Urlaub. Mit Ralf. Ich werde schon Möglichkeiten finden. Vielleicht können wir dann doch das ein oder andere wieder gut machen. Schön wär's ja. Wenn wir erst einmal die Unregelmäßigkeiten, wie du es nennst, beseitigen könnten. Wenn du mir hilfst, werden wir es schaffen. Hör auf. Was ist mit Hilla? Sie zieht die Scheidung zurück. Gott sei Dank. Wir werden aber jetzt ein bisschen kurz treten in nächster Zeit. Klar? Wie lange soll denn das noch so weitergehen? Du weichst mir aus, drückst dich davor, mit mir allein zu sein. Es wird alles gut werden mit uns. Verlass dich drauf. Ich verspreche es dir. Verzeihung. Wann sehen wir uns? Heute noch? Nach Feierabend. Ich komme zu dir. Gut. Hey.
Angst gehabt habe. Ich habe geglaubt, du weißt mir aus, wo du nur kannst. Dann habe ich gedacht, vielleicht hast du dich mit Sela längst wieder geeinigt. Vielleicht lacht er über mich. Ich wusste gar nicht, dass du so kleinmütig sein kannst. Weißt du, bei Natur nicht, das kann doch nicht vorbei sein, ne? Mhm. Aber... Nein, kein Aber. Heute nicht. Morgen nicht. Und in Jahren nicht. Vielleicht bin ich wirklich zu misstrauisch. Dabei war Hille ganz vernünftig. Sie hat mir gesagt, sie wird uns keine Steine in den Weg legen. Das ist doch so, ne? Warum fragst du? Justus hat gesagt, sie will die Scheidung wieder zurücknehmen. So nie wahr, ne? Ich glaube, du vertraust den Menschen zu schnell. Wieso Justus? Das ist doch eifersüchtig. Nein. Nein. Ich meine Hilla. Das ist ja so wahr. Sie will sich nicht schaffen lassen. Ja und nein. Aber sie hat mir doch gesagt, dass sie sich scheiden lassen will. Du kennst Hilla nicht. Die ist heute so und morgen schon wieder das ganze Gegenteil. Ja. Wenn sie nicht will, dann musst du eben die Scheidung einreichen. Ja. Das werde ich auch tun. Und du wirst immer zu mir halten? Auch wenn du vielleicht unangenehme Dinge hören solltest. Es fällt mir schwer, darüber zu reden. Du hast dich also wieder mit dir geeinigt, ne? Meine Kost. Mit dir hat das überhaupt nichts zu tun. Warum sagst du ja nicht, wie es an uns steht? Hm? Warum redest du so drumherum? Hilla hat mich in eine unangenehme Lage gebracht. In Schwierigkeiten, durch die ich erst durch muss, bevor wir uns scheiden lassen können. Hilla hat mich in der Hand. Heißt das, dass sie dich erpresst? Wegen Unregelmäßigkeiten, wie das so schön bei uns in der Gastronomie heißt. Nichts Schlimmes, ein paar tausend Mark, aber du weißt ja, wenn sowas erst mal ins Rollen kommt. Ich hab sowas geahnt, Benno. Lass uns hier weggehen. Mach dich ehrlich und lass uns ganz woanders neu anfangen. Ja? Das geht nicht so schnell. Und außerdem, das Waldidyll hat mein Vater bereits in den 20er Jahren übernommen. Meine Kindheit, meine Jugend ist undenkbar ohne das Waldidyll. Und dann, als Vater starb, da haben wir geheiratet. Vorher hat uns noch der Konsum übernommen. Und alles schien in bester Ordnung.
Ich, Esel, hab ihr vertraut. Ihr alles, was die Küche anbelangt, überlassen. Alles unterschrieben, was sie mir vorgelegt hat. Bis ich eines Tages merkte, dass da so manches nicht stimmte. Tja, ich trage die Verantwortung. Für alles. Als Objektleiter. Lass uns weggehen, Benno. Aber versteh doch, Ilona, jetzt hat sie mich in der Hand. Ich habe ihr die Konsequenzen klargemacht. Ich habe ihr gesagt, dass wir erst mal wieder sauber werden müssen im Waldidyll. Was sollen wir denn machen? Hela und ich, wir können uns erst scheiden lassen, wenn die Unregelmäßigkeiten aus der Welt sind. Wann wird denn das sein? Tja, vielleicht ein Vierteljahr, vielleicht ein halbes. So lange wird's schon dauern. Oder noch länger. Ilona, wir sind noch jung. Ein Vierteljahr, ein halbes, was ist das schon? Wir haben das ganze Leben noch vor uns. Und wie denkst du dir das inzwischen mit Hilla und mir? Wir tun alles, um uns aus dem Weg zu gehen. Tja, das verstehe ich. Aber glaub mir, Hilla akzeptiert dich. Dankeschön. Aber vielleicht kann ich Hilla nicht mehr akzeptieren. Nach all dem, was du mir erzählt hast. Sobald das Waldidyll wieder jeder Kontrolle standhält, lassen wir uns scheiden. Das ist beschlossene Sache. Und dann geht sie. Wie wär's denn, wenn ich dich bis zur Scheidung bei Schlosser im Sächsischen Hof unterbringe? Wir könnten dann vielleicht auch einen Krippenplatz für deine Tochter bekommen. Naja, gut, bis zum Sächsischen Hof sind's immerhin 30 Kilometer. Und überhaupt. Wer weiß. Vielleicht sage ich dir das nur, um dich auf eine elegante Art und Weise loszuwerden. Hast du mir das nicht schon mal prophezeit? Vielleicht. Ich will dir einfach glauben. So gemein und so raffiniert darf keiner lügen. Und du schon gar nicht. Und dann ist Ding hier. Da hat er in Senftenberg eine Frau Vierling erzogen. Da haben sie groß aufgezogen. Eine halbe Seite haben sie davon geschrieben. Und da Frauen von den Vierlingen. Den Mann haben sie gar nicht erwähnt. Und ich bin der Meinung, der ist doch immerhin mit daran beteiligt. Ich war zumindest zu 50%. Naja, wo er das Vergnügen gehabt hat. Ja, ja. Auf dich, Bertel. Ja. Und das meint die Till. Jawohl, zum Wohl. Bertel. Zum Wohl, Bertel. Ich muss sagen, bei dir ist es immer wieder schön. Ja. Das mache ich. Du, ich mach's dir. Ja. Ja. Ja, ja, meine Güte. So, danke ja. Dir. Na, alles so schön harmonisch wieder? Ich glaube, du hörst das Gras wachsen. Mhm. Meinst du? Nein, Bertel, ich habe mir ernsthafte Sorgen gemacht um Benno und Hilla. So eine Scheidung bei Geschäftsleuten, das ist doch eine sehr komplizierte Sache. Na, und Benno und Hilla, die haben sich doch ganz schön was angeschafft in den letzten Jahren. Ne? Hast schon recht. Aber keine Sorge, von Scheidung kann keine Rede mehr sein. Na, also. Naja, und die Kleine? Ich kann Benno ja verstehen. In den 20ern, da ist der Teufel noch hübsch. Sei ruhig, du alter Esel. Als deine Frieda noch lebte, hast du doch nicht mal gewagt, eine andere Frau bloß anzusehen. Ich hoffe, dir wird es nicht das Herz brechen, aber ich höre noch diese Woche hier auf. Was du nicht sagst. Schon längst klar, an dem Tag, an dem Michaela bei einer Knutscherei erwischt hat.
Was war schon klar? Dass dich Benno an den sächsischen Hof abgibt. Das ist nicht wahr. Mensch, bist du naiv. Das ist der Markt von Mister. Hier, ist der Papa, 10 Jahre jünger. Und da werden wir wohnen. Da haben wir damals auch gewohnt. Wo war ich denn da? Bei der Oma. Und diesmal kommst du ja mit. Nicht schlecht. Wenn da Schnee liegt, dann sieht das bestimmt noch schöner aus. Da kommt sowieso was dazwischen. Ach, Unsinn. Der Papa ist doch heute früh schon weg. Zum Reisebüro, die Buchung festmachen. Hört sich ja fast an wie Weihnachten. Mhm. Ilona, du möchtest mich sprechen? Ja, eigentlich nur eine Frage. Setz dich doch. Ralf, lässt uns mal einen Moment allein. Ich verstehe nicht, warum du dich jetzt scheiden lassen wolltest und jetzt die Scheidung wieder zurücknimmst. Es gibt Dinge, über die ich mit dir nicht sprechen möchte. Das verstehe ich nach all dem, was mir Benno erzählt hat. Warum hast du Benno in diese Lage gebracht? Wegen all dem, was hier so rumsteht? In was für eine Lage? Pff, brauchst keine Angst zu haben. Von mir erfährt niemand was. Was hat dir Benno erzählt? Dass ich noch warten muss. Ein Vierteljahr, vielleicht auch ein halbes. Weil er erst mit dir ins Reine kommen muss. Und ich hätte ihn in die Lage gebracht, dass er jetzt Kontrollen im Waldidyll fürchten muss. Ja. Das ist doch so, oder? Stimmt es etwa nicht? Sag mal, hast du Benno den Vorschlag gemacht, dass ich im sächsischen Hof arbeiten soll? Also ich. Ich habe ihn verführt. Ja. Ich habe ihn verführt, all diese Betrügereien zu machen. Ja, das stimmt doch, oder? Stimmt es aber nicht? Stimmt. Nein. Das Gegenteil ist wahr. Warum sollte ich wohl die Scheidung zurückziehen? Weil er mir gedroht hat. Weil er mir gedroht hat, dass ich mit vor Gericht muss, wenn seine Betrügereien herauskommen. Da steht überall meine Unterschrift. Ich sage die Wahrheit. Ich gehe zur Polizei. Thank you.
Leider haben oft Kinder am schwersten an den Straftaten ihrer Eltern zu tragen. Auch in diesem Fall. Hilla Simke offenbarte sich ihrer Kreisdienststelle, die ihrerseits Anzeige erstattete. Was da Tiefenprüfungen und Ermittlungsverfahren ans Licht brachten, war ein Wust an Straftaten. Und der Objektleiter, der Spiritus Rector des Ganzen. Jener Mann, den das Gesetz ausdrücklich zur Gewährleistung von Ordnung, Sicherheit und Disziplin sowie zum Schutz des sozialistischen Eigentums verpflichtet. Mit seiner Funktion hatte Benno Simke Missbrauch getrieben, ohne Hemmungen und ohne Grenzen. Er prellte den Staat um beträchtlichen Gewinn, er betrog seine Gäste, er machte Geschäfte mit Dieben, er zog eine ganze Familie in den Strudel seiner Verbrechen mit hinein. Denn auch Hilla Simke, seine Frau, musste sich vor Gericht verantworten. Gewiss, sie war in die Gaunerei mehr oder weniger hineingeschlittert. Aber als Küchenleiter war sie bald zu einem unentbehrlichen Rädchen im Mechanismus des Betrugs geworden. Ohne ihre leichtfertigen Unterschriften, ohne die Ausgabe diverser Speisen, die nie gebongt wurden, wäre es unmöglich gewesen, den realen Umsatz der Küche in solchem Maße wie geschehen zu verschleiern. Dennoch, ihr Anteil am Gesamtverbrechen ist weit geringer und weniger intensiv als der ihres Ehemannes. Bei der Festsetzung der Strafe wurde es zu ihren Gunsten berücksichtigt, dass sie den Stein erst ins Rollen gebracht und maßgeblich an der Aufdeckung der Straftaten mitgewirkt hatte. Gegen Berti Simke, die Mutter des Hauptangeklagten, wurde das Verfahren gemäß § 148 Absatz 1 Ziffer 1 der Strafprozessordnung wieder eingestellt. Ihr konnte nicht nachgewiesen werden, dass sie sich vorsätzlich an den Straftaten beteiligt hatte. Auf der Anklagebank saß hingegen auch der Servierer Justus Morawetz. Vor mehr als 3 Jahren war er hinter die krumme Tour des Benno Simke gestiegen. Damals hätte er es in der Hand gehabt, hätte er die Pflicht gehabt, sich gegen seinen Chef zu entscheiden. Aber er hatte nicht eine Sekunde gezögert, sich dem Betrug an den Gästen anzuschließen. Insgesamt 8.000 Mark waren dabei für ihn abgefallen. Umso härter traf ihn die Rechnung, die das Gericht ihm jetzt präsentierte. Der nachweisbare Schaden, den die drei Täter dem sozialistischen Eigentum sowie dem Eigentum von Bürgern zufügten, belief sich auf insgesamt 110.000 Mark. Das Gericht verurteilte den Hauptangeklagten Benno Simke wegen Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums im schweren Fall gemäß den Paragraphen 161a und 162, wegen verbrecherischen Betrugs zum Nachteil persönlichen Eigentums gemäß den Paragraphen 178 und 181 in Tateinheit mit Verletzung der Preisbestimmung gemäß Paragraph 170 sowie wegen Hehlerei gemäß Paragraph 234 Strafgesetzbuch zu 8 Jahren Freiheitsentzug. Zusätzlich wurde der Angeklagte gemäß § 49 zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Mark verurteilt und es wurde ihm gemäß § 53 Strafgesetzbuch das Verbot ausgesprochen, für die Dauer von 10 Jahren gerechnet vom Tage der Entlassung aus dem Strafvollzug eine Tätigkeit im Gaststättenwesen auszuüben. Die Angeklagte Hilla Simke verurteilten die Richter wegen Beihilfe zur Untreue zum Nachteil sozialistischen Eigentums sowie zum Betrug zum Nachteil persönlichen Eigentums zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren. Dem Angeklagten Justus Morawetz konnte nachgewiesen werden, dass sich sein Anteil am Betrug gegenüber den Gästen auf ca. 16.000 Mark belief. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 3 Monaten verurteilt. Alle drei Angeklagten wurden zudem als Gesamtschuldner zum Ersatz des entstandenen Schadens verpflichtet. Viele Fragen wirft dieser Straffall auf. Weshalb konnte sich ein Mann wie Benno Simke in solch eine Habsucht hineinsteigern? Wohl vor allem deshalb, weil er einer Ideologie ohne Ideale verfallen war. Weil für ihn der Sinn des Lebens im Konsum und Besitz sich erschöpfte. Es ergibt sich aber auch die oft und häufig zurechtgestellte Frage, ob die Kontrolleure geschlafen haben.
In diesem Falle ergaben Nachforschungen, dass Oberfurter, der dafür Verantwortliche des Kreisverbandes der Konsumgenossenschaften, zu keinem Zeitpunkt für korrekte Inventuren im Waldidyll gesorgt hatte. Stattdessen hatte er seinem Freund Benno Simke meistens im Vorhinein über Umfang und Anliegen der jeweiligen Prüfung informiert. Allerdings ohne nennenswerte Gegenleistung. Oberfurter wurde disziplinarisch zur Verantwortung gezogen und gemäß § 254 des Arbeitsgesetzbuchs mit einem strengen Verweis belegt. Eine letzte Frage, so finde ich, sollten wir uns allerdings auch als Gaststättenbesucher stellen. Tragen wir nicht mitunter selbst dazu bei, dass es Leuten vom Schlage der Simkes immer wieder leicht gemacht wird? Gewiss, in einer Gaststätte möchten wir uns entspannen, Aufregung und Ärger vermeiden. Aber wenn wir uns übers Ohr gehauen fühlen, finden wir doch allemal die Energie, zu schimpfen und auch zu resignieren. Verwenden wir uns doch unsere Kraft besser darauf, zu handeln, von unseren Möglichkeiten, unseren Rechten Gebrauch zu machen. Wenn uns das Steak im Verhältnis zum Preis zu klein erscheint, steht es uns frei, die Kalkulation einzusehen. Wenn der Inhalt des Glases nicht bis zum Füllstrich reicht, dürfen wir es auffüllen lassen. Wenn ein Preisverzeichnis für Speisen oder Getränke nicht zur Hand ist, können wir auf ihm bestehen, bevor wir zum Portemonnaie greifen. Wenn bestimmte Dinge außerdem merkwürdig bleiben, steht uns noch immer die Eingabe an die Arbeiter- und Bauerninspektion, an die Abteilung Finanzen oder auch die Hygieneinspektion beim Rat des Kreises oder des Stadtbezirkes offen. Glauben Sie mir, liebe Zuschauer, selbst wenn wir die besten Kontrolleure weit und breit hätten, auf die Wachsamkeit und Unduldsamkeit der Bürger können wir nicht verzichten. Die Bekämpfung und Verhütung von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen, so sagt es unsere Verfassung, ist auch Anliegen aller Bürger. Wer sich davon ausschließt, zahlt meistens drauf. Guten Abend.